Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4 hier in Raketen Covenant. Weil ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Nicht was? Ja. So, mal kurz raus hier. Sonst quatschen einen die ganzen Siedler zu. So, wir müssen jetzt einmal kurz Richtung. Das war der Tee. So. Wir müssen jetzt einmal Richtung unseren Bunker nochmal, weil Hancock musste ja unbedingt woanders hinrennen. Muss ja hier bis Covenant rennen. Hättest du jetzt nichts gesagt, hätte ich dich nicht mitgekriegt und du hättest überlebt. So einfach ist das. Wo ist er denn? Hätte er jetzt nichts gesagt, wäre ich einfach geradeaus weitergelaufen. Und er hätte überlebt. Aber so, naja. Wir laufen hier ein bisschen sehr schief, merke ich gerade. Aber noch alles im Rahmen. Weil da vorne ist die Brücke. Dann holen wir uns unsere Power Armor wieder. Dann müssen wir nach Grey Garden, weil Cotsworth ja auch nicht da ist. Und ich bete, dass er jetzt nicht so verschwunden ist wie Ada. Weil mittlerweile machen sich ja hier unsere ganzen Leute irgendwie auf die Socken. Warum auch immer. Ich find's nicht toll. Ich begrüße es auch nicht so. Weil es ist halt doof, dass die Begleiter sich jetzt hier ständig irgendwo anders hinmachen. Und dementsprechend ist nicht gut. Weil wenn wir sie dann immer wieder suchen müssen, ist es natürlich auch blöd. Und jetzt, wenn jetzt Cotsworth weg ist, dann müssen wir uns einen neuen Superbeschützer basteln. Ja, Henko, kommst du jetzt endlich mal? Müssen wir uns einen neuen Superbeschützer basteln und da möchte ich weißt ja auch du, was nicht für so. Mich ein guter Tag ist? So. Einmal in die Power Armor. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt draußen wird's dunkel. Vielleicht sollten wir uns einen Platz zum Schlafen suchen. Bringen wir's über die Bühne. Hoffentlich wirst du deine Roboterkräfte für das Gute einsetzen. Es wird spät. Kann's kaum erwarten, dass diese gottverdammte Hitze aufhört. Die sind auch alle nur am Nörgeln. Selbst die Begleiter. Schlimm. So, und jetzt für die Nacht natürlich wollen die sich ein Lager aufnehmen, aber nachts sind wir ja gerade am effektivsten mit unserer guten Knifte. Deswegen, nee, wir bauen kein Lager auf. So, wir müssten auch mal die ganzen Power-Rüstungen, die wir da hinten in Covenant noch stehen haben, auch bald mal abholen und auch mal die ganzen anderen Power... ...zu vergießen, die es nicht verdient haben. Ist unsportlich, aber im Commonwealth verdienen es viele. Ja. Ist jetzt ein bisschen problematisch. Bin jetzt gerade im Kopf durchgegangen, was wir jetzt eigentlich als nächstes machen. Und ich habe mir ja gerade überlegt, wenn wir jetzt die Powerrüstung wieder hin und her wechseln, dann dauert das ja auch wieder extrem lange. Also, wir haben ja noch sehr viele Powerrüstungen da stehen und wir haben auch noch einige auf der Liste, die wir noch nicht abgeholt haben, so richtig. Ja, ist halt ein bisschen blöd ohne Schnellreise halt. Wir laufen halt alles zu Fuß ab. Und ja, wir müssen auch langsam ins atomare Gebiet vordrücken. Aber gut. Kriegen wir hin. Machen wir nochmal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis November. Gut. Ich hoffe, Cotsworth ist jetzt irgendwo hier. Ansonsten ist das ein Problem. Ein sehr großes sogar.
Gut, ich stelle mal kurz die Rüstung hier ab. Na? Kommt schon. Lass mich raus. Jetzt. So, machen wir uns den Strahlungsschaden auch mal kurz weg. Es könnte natürlich sein, dass er noch nicht da ist. Dass ich hier jetzt nicht lang genug geschlafen habe. Das wäre eine Option. Die andere Option ist, dass er schon hier irgendwo rumsteht. Ich habe ihn bloß nicht gesehen. Ja. Ja, brr, brr. Mr. Handy, Mr. Handy. Aber so einen riesen Roboter kann man doch nicht übersehen. Hier haben wir übrigens auch noch eine Power Armor stehen. Wo ist Cotsworth hin? Gut, machen wir hier mal kurz zu. Machen die Tür auch zu. Und gehen einfach jetzt mal den ganzen Tag schlafen. Und bitte lass ihn nicht verschwunden sein. Weil das wäre jetzt wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ah, sorry, dass wir jetzt halt mitten in der Folge einmal komplett 24 Stunden pennen. Aber ich hoffe einfach, dass er jetzt wieder da sein wird. Hoffe ich mal. Ah, jetzt sind wir auch noch überladen, weil wir hungrig und durstig geworden sind. Machen wir uns einfach. Kampfhandy, Jezebel. Er ist nicht hier. Das ist nicht euer Ernst. Ist das jetzt der Nächste, der jetzt verschwunden ist, oder wie? Mach nur. Ich halte die Augen auf. Ja, aber... Wieso verschwinden die? Das macht mich gerade so ein bisschen traurig. Leg mal kurz den Schrott ab. So, wir sind ja eigentlich nur vom Dive, also wir sind ja jetzt vom Hospital Richtung Dive. Das heißt, ich gehe jetzt einfach, na komm, einmal hier rüber. Wir gehen jetzt einfach die Schritte zurück. So, wir müssten ja jetzt eigentlich nur geradeaus bis zum Hospital runter. So, ja, ich weiß, ich kann nicht schnell reisen. Und wir laufen jetzt einfach mal. Der muss ja irgendwo sein. Das kann ja nicht schon wieder angehen, dass uns der nächste Automatron jetzt einfach so weg ist. Und zumal, es ist Cotsworth. Erst Ada, jetzt Cotsworth. Das kann doch nicht wahr sein. So, wir gehen jetzt auf direkten Wege dorthin. Mähen auch alles nieder, was jetzt irgendwie in den Weg kommt, weil das macht mich gerade so ein bisschen stinkig. Und ich könnte nicht einfach so weg sein. Zumal Hancock rennt auch irgendwo 10 Kilometer sonst wohin. Was er eigentlich hätte gar nicht tun dürfen, weil er ist fest im Dive und nicht fest im Covenant. Deswegen, ich kapier das nicht. Das will bei mir auch gerade nicht in den Schädel rein. Also der nächste Gegner, den Gnade Gott. Weil ich bin gerade ein bisschen stinkig.
Kuga. Mr. Gazi. Goodbye. Plünderer. Ja, ich auch. So, die nehme ich jetzt auch nicht aus. Das Prinzip. Ich möchte meinen Kotzwurf wieder haben. Na, komme ich hier durch? Ja, gerade so. Ah, Mensch, das ärgert mich ungemein. Kann doch nicht wahr sein, dass die immer nach dem Vertibird abdanken. So, in welche Richtung? In die Richtung. Wie gesagt, ich renne jetzt schnurstracks hin. Wenn ich ausweichen muss, weiche ich auch. Aber ansonsten... Gegner haben jetzt leider Pech. Und zwar ziemlich ein Pech. Na, ist aber Schwein, dass sich das Auto ganz schön schützt, ne? Na, die schützt gar nichts mehr. Jetzt komm, verrecke. Jetzt werde ich aber wild. Na, dann werd mal wild. Ich bin's schon. Mann. Da macht's noch nicht mal das Plündern Spaß. Okay, wer auch immer du bist. Du bist friedlich, deswegen darfst du bleiben. Wir müssen ja jetzt gleich auch den Bären sehen. Da müsst ihr hier irgendwo... Okay, einen haben wir. Ganz schön still hier. Aber hier müsste noch irgendwo einer liegen. Bram. Haben doch hier keine Rahn abgeschossen, oder? Gerade eine Versorgung lang. Hier oben waren wir und hier sind wir auch geradewegs drüber geflattert. Aber es ist kein Kotzwurf dabei. Warum nicht? Das ist doch Käse, Mensch. Ich will jetzt nicht wieder zwei Folgen damit vergeuden, die zu suchen. Ganz schön still hier. Ja. Zu still. Ah. Wir haben doch hier keine zwei Brahmen erschossen, oder? Wir hatten eigentlich so einen Grizzlybären erschossen. So umleuchtender Ghoul drin, ne? Scheinbar schon. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch echt nicht wahr, dass sie immer weg sind.
Hab gemerkt, der müsste hier irgendwo sein, wenn er noch hier wäre. Aber hier ist nirgendwo jemand. Och Mann, oh, das ist doch jetzt blöd. Blöd hoch 10. Ah, da haben wir noch einen Selbstmörder. Ne, falscher Arm. So. Ihr kriegt jetzt auch nochmal euer Fett weg. Was entdeckt? Du hast was entdeckt. Falsche Richtung. So, jetzt nehme ich euch doch nochmal aus. Oh, da war sogar ein legendärer mit bei. Mit einem Döner besser. Ach, Mann, ey. Gut, werden wir mal kurz was essen. Mutantenhundenfleisch, nee. Und ein Keulen. So, damit dürften wir auch wieder voll sein. Oder uns voll regenerieren. Ah, Mensch, das ist so, weiß ich nicht, ärgerlich, Hancock. Oder? Ja, aber jetzt einen neuen wieder zusammenbasteln. Hey, jetzt auch wieder doof. Ich hätte halt schon gerne wieder ein Automatron mit an Bord. Weil sie halt mit am meisten tragen können. Gut, gehen wir erstmal nach Hanksman Alley. Damit wir wenigstens noch ein bisschen was Produktives machen. Ich werde dich finden. Ja, dann finde mich mal. Derzeit bin ich nämlich weg. Es ist total ärgerlich. Weitergehen. Jupp, ich gehe weiter. Oh Mann. Aber wohlgemerkt, es ist jetzt schon der zweite, der so uns jetzt abhanden gekommen ist. Was garantiert uns, wenn wir jetzt den dritten bauen, dass er uns nicht auch abhanden kommt? Und zumal das ist meistens nur dann, wenn wir den Vertibird nutzen. Ah, total ärgerlich. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. So, gehen wir erstmal aus der Power Armor raus. Ein einfaches Leben ist das nicht. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Wo ist denn jetzt eigentlich Curie? Und jetzt wollte ich wen. Achso, die steht hinter uns. Ah, ich habe sie gefunden. Also wollte ich mich gerade beschwinden, jetzt ist sie auch schon weg. Monsieur? Ja. Ich würde gern noch etwas länger mit dir reisen. Dann sollten wir aufbrechen. Könnt ihr da draußen denn auf euch aufpassen? Ich habe sämtliches verfügbares Material über das Thema gelesen. Reicht das nicht? Nee, nicht immer, aber ein guter Anfang. Ich habe so viele Daten über die Welt vor den Atombomben. Ich fürchte, ich muss einige löschen, um Platz für meine neuen Beobachtungen zu machen. Ja, das geht jetzt aber nicht mehr so gut.
So, und du gehst jetzt ab Hops, ne? Ich habe immer so... So, und wir können jetzt hoffentlich auch dir Shroud-Kost... Ja, wir können es ablegen. Okay. Na, das ist wenigstens ein Vorteil. Warum haben wir hier eigentlich noch so viele Waffen drin, ne? Ich weiß das nicht. Schon lange hier, wo wahrscheinlich kein... nein, ich möchte nicht alles nehmen. Ich wollte Schrott einfach mal mit reinpacken. Ich glaube, ich habe hier schon lange nicht mehr richtig sauber gemacht. Das meine ich. So, Mutantentöter. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Supermutanten. Ja, ist okay. Kann man lassen. So, und jetzt habe ich hier natürlich auch eine legendäre Waffe reingepackt. Jetzt bin ich nämlich schon so im Kopf, so gaga. Aber gut. So, Blutpakete brauchen wir nicht. Das Fleisch nicht, die Milch nicht. Fleisch nicht. Antibiotika behalten wir mal eins. Das packen wir auch mal weg. Dieses Limonade. Hapblume, ja, das behalten wir auch. Warum habe ich Nuka-Cola hier zwischen? Na egal, packen wir erstmal rein. Wir haben sowieso ein bisschen zu viel. Ah, schmutziges Wasser kann man zum Kochen auch benutzen. So, 4. Todeskrallensteak, Whisky, Braten können wir auch reinpacken. Fleisch, Rippchen, ja, packen wir auch mal mit weg. Ist sonst alles zu viel. Ja, ich habe euch da gerade wieder was zu essen reingestellt. Das dürft ihr euch gerne nehmen. Und in der Zwischenzeit packe ich hier alles weg. Ach, Mann, ey. Also wir brauchen ja noch Fusionszellen. Für unsere Zweitwaffe. Die ich jetzt, wo ich unsere Erstwaffe schon mal wieder weggepackt habe. Wie gesagt, heute nicht mein Tag. Nicht mein Tag. So. Jetzt haben wir sie auch wieder drinne. Jetzt passt das. Gut, dann machen wir heute mal eine ziemlich kurze Folge. Und ich würde jetzt... Wow. Quatschen die mich jetzt alle von allen Seiten zu hier. Also ich würde jetzt die Folge einmal beenden. Würde nochmal gucken, dass ich die jetzt irgendwie offscreen finde. Und ja, wenn nicht, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und schaltet wieder ein. Bis dann.